Wie führe ich ein gutes Vorstellungsgespräch? Nun, dies ist eine Frage, den sich alle Menschen stellen, die kurz vor einem Vorstellungsgespräch sind und nicht sicher sind, wie sie handeln sollen, ja, wie sie dieses Gespräch führen sollen. Und es potenziert ja auch sehr viel Angst. Ja. Man denkt sich, oh Gott, was sage ich, was werde ich sagen, wie werde ich mich verhalten und so weiter. Und im Allgemeinen sind Vorstellungsgespräche leider mit sehr viel Stress verbunden, mit sehr viel Angst. Aber ich denke, wenn du kurz vor einem Vorstellungsgespräch stehst, dann atme tief durch, ja. Es wird schon klappen oder auch nicht, ja. Meine Eltern sagten immer, ach, sie werden dir doch nicht den Kopf abreißen, ja. Selbst wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm, ja. Wichtig ist, dass du cool bleibst, ja, dass du gelassen bleibst, ja. Wenn du aufgeregt bist, ist das auch nicht so schlimm. Ich meine, die Leute, die das Gespräch führen mit dir, die wissen das, dass viele Kandidaten sehr aufgeregt sind. Insofern ist das nicht halb so wild. Es ist wichtig, dass du dich vorher gut vorbereitest. Ja? Also informiere dich vor dem Vorstellungsgespräch über die Firma. Ja? Es ist wichtig, dass du genau weißt, was ist das für eine Firma? Was ist die Mission der Firma? Was sind die Ziele? Was versucht die Firma zu erreichen? Was will der Chef erreichen? Ja? Und auch solche Fragen wie, warum möchtest du überhaupt für die Firma arbeiten? Ja? Es ist wichtig, dass du einen guten Grund hast und nicht nur einen allgemeinen Grund, ja, den jeder sagt, so, ach ja, ich will für sie arbeiten, weil das so toll ist, was sie tun oder so. Also es ist schon wichtig, dass es sehr spezifisch ist. Ja? Denk dir nicht etwas aus, was du jeder Firma erzählst. Ja? Das ist fast so wie mit den Frauen. Ja? Also wenn man einer Frau Komplimente macht, ja, dann sagt die Frau eventuell, ich hoffe, du erzählst das nicht allen Frauen. Ja? Und so ist es auch mit Firmen. Ja? Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, ja, dann denken sich die Chefs, ja, hoffentlich erzählt er dies nicht bei jedem Vorstellungsgespräch. Ja? Also sei dir klar, warum du für die Firma arbeiten möchtest und warum genau für diese Firma und keine andere. Ja? Was ist der spezifische Grund, warum du für die Firma arbeiten möchtest? Und eine zweite wichtige Frage ist, warum bist du geeignet? Warum sollten sie dich einstellen und niemanden anderen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja? Warum kannst du mehr Wert schaffen, als du nimmst? Ja? Du bekommst x Euro pro Stunde. Warum kannst du mehr als x Euro pro Stunde generieren für die Firma? Ja? Du solltest immer mehr geben können, als du bekommst. Ansonsten ergibt es keinen Sinn für den Arbeitgeber, dich einzustellen. Ja? Du solltest also immer mehr Geld generieren, als du als Gehalt bekommst. Ja? Und dann ist es wirklich wichtig, aus der Perspektive des Arbeitgebers zu denken. Was ist dem Arbeitgeber wichtig? Wenn ich selber ein Arbeitgeber wäre, warum würde ich mich einstellen? Ja? Und manche Dinge sind sehr wichtig, manche Dinge sind nicht so wichtig. Ich habe selber mehrere Vorstellungsgespräche gemacht als Bewerber und ich hatte auch ein paar, also nicht so viele, aber ein paar Vorstellungsgespräche hatte ich auch als jemand, der jemanden einstellen möchte. Und manche Dinge waren mir sehr, sehr wichtig, manche Dinge interessierten mich wirklich nicht so sehr. Also ich habe einen Lebenslauf bekommen und viele Dinge auf dem Lebenslauf waren nur halb wichtig. Ja? Und ich habe
den Lebenslauf nur überflogen und habe nur geschaut, okay, steht auf dem Lebenslauf, stehen auf dem Lebenslauf Qualifikationen, die relevant sind für den Job, ja, weshalb ich die Person einstellen möchte. Ja. Also diese Überlegung sollte auch bei dir als Bewerber sein. Ja. Warum sollten die mich einstellen? Ja? Warum würde ich mich selbst einstellen? Und wenn du der Meinung bist, ich würde mich selbst einstellen, dann hast du gute Chancen. Ja? Und der Rest ist einfach nur cool bleiben, atme tief durch vor dem Vorstellungsgespräch. Sprich mit den Leuten so wie du mit allen anderen Leuten sprechen würdest, die du auf einer formalen Ebene triffst. Ja? Natürlich nicht wie mit Freunden reden, aber so mit Leuten, die du gerade kennenlernst und respektierst. Ja? Nicht in dem Sinne, oh, die haben jetzt all die Macht über mich. Ne? Nein, du willst auf einer Ebene mit denen sein. Ja? Auf einer Ebene, wie sie möglich ist zwischen zwei Erwachsenen, ja, die beide wissen, dass sie etwas zu geben haben. Ja. Du hast etwas zu geben und du brauchst etwas von dem Arbeitgeber, nämlich zum Beispiel Geld und eine gute Arbeitssituation, eine gute Arbeitsumgebung und so weiter. Und eine Arbeit, die dir Aufstiegschancen ermöglicht, eine Arbeit, wo du etwas lernen kannst und so weiter. Und dann geht es nur darum, herauszufinden, seid ihr füreinander geeignet? Ja? Möchtet ihr miteinander zusammenarbeiten? Ja, es ist wirklich wichtig, sich auf einer Ebene zu sehen mit den Leuten. Ja? Dass du Respekt zeigst, aber auch weißt, dass du Respekt verdienst. Und wenn du selbstbewusst auftrittst, das ist schon die Hälfte. Ja? Damit hast du schon die zur Hälfte gewonnen. Denn Leute wollen selbstbewusste Menschen einstellen, weil sie wissen, wenn es Probleme gibt, dann weiß dieser Mensch, mit diesen Problemen umzugehen. Ja? Und sie wollen auch Leute einstellen, die sie respektieren können. Ja, wenn da jemand ist und er sagt so, oh, bitte, ich brauche diesen Job und ich kann das lernen und ich lerne schnell und so weiter, dann denken die Leute sich, diese Person hat nicht so viel Respekt sich selbst gegenüber und dann wollen sie dich nicht einstellen. Ja? Also die Phrase, die ich gesagt habe, das ist eigentlich etwas, was man nicht sagen sollte unbedingt in einem Vorstellungsgespräch. Ich bin ein schneller Lerner. Ich kann schnell lernen, ich bin gut mit Computern. Ja, das sind sehr allgemeine Dinge, die eigentlich jeder sagen kann. Ja. Es sei denn, du kannst es beweisen. Ja, ich bin ein schneller Lerner, denn siehe, auf meinem Lebenslauf werden sie sehen, dass ich das und das getan habe oder die und die Noten hatte in der Schule. Ich hatte ganz viele Einsen, ja, also bin ich ein guter Lerner. Also alles, was du sagst, solltest du beweisen können oder solltest du begründen können. Ja? Also sei selbstbewusst, zeige deine Stärken, aber mach es auf eine Art, wo man dir auch Glauben schenken kann. Ja? Sodass du wirklich immer sagen kannst, ich kann dies, dies, dies und wenn sie nachschauen auf meinem Lebenslauf oder wenn sie meinen ehemaligen Arbeitgeber anrufen, dann wird er ihnen das bestätigen oder schauen sie, hier ist mein Zertifikat und so weiter, dann ist das ein Beweis. Ja? Ich meine, man kann alles Mögliche sagen in einem Vorstellungsgespräch und es ist wirklich wichtig, dass du alles, was du sagst, auch begründen oder sogar beweisen kannst, eben durch deinen Lebenslauf, durch Zertifikate, durch Arbeitszeugnisse, durch Schulzeugnisse und so weiter. Und habe auch einen guten Lebenslauf. Also die Bewerbung, die kam ja vorher, aber das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, ja, eine gute Bewerbung zu schreiben. Ja. Das ist übrigens eine sehr gute Übung, ja,
eine Bewerbung zu schreiben und sich zu überlegen, okay, was sind all meine Stärken? Was sind all die Dinge, die ich gemacht habe? Ja, und ja, schreibe ruhig alles Mögliche in deiner Bewerbung, das irgendwie relevant sein kann. Natürlich nicht zu lang, aber versuche es sehr kurz und prägnant zu halten. Aber überlege ruhig, okay, was hast du in der Schule gemacht? Was hast du in der Universität getan? Was hast du für besondere zusätzliche Dinge gemacht? Ja? Vielleicht hast du irgendwo freiwillig gearbeitet. Ja? Manchmal kann das auch relevant sein für die Bewerbung. Ja? Vielleicht hast du anderen Leuten auf andere Art auch geholfen, indem du zum Beispiel Kindern Unterricht gegeben hast, Nachhilfe gegeben hast. Vielleicht hast du etwas besonders erreicht, ja, außerhalb der Schule und außerhalb des Berufs. Ja. Vielleicht machst du irgendeinen Sport und vielleicht machst du irgendeinen Sport und hast dort herausragende Leistungen gemacht und so weiter. Ja. All das kann relevant sein für deine Bewerbung. Ja. Also ich wünsche dir viel Glück bei deinem Vorstellungsgespräch. Ich hoffe, meine Tipps haben dir ein bisschen geholfen oder zumindest Mut gemacht. Ja. Man vergisst viele Dinge in so einer Stresssituation. Aber erinnere dich an Folgendes. Tief Luft holen. Tief Luft holen. Wenn du alles andere vergisst, was ich dir in diesem Video gesagt habe, dann erinnere dich daran, tief Luft zu holen. Und es wird gleich besser. Okay, ich hoffe, dies war hilfreich. Wir sehen uns morgen. Tschüss!